Die 100 besten Videospiele, die 50 großartigsten Computerspiele. Wir alle wissen, Listen sind subjektiv. Listen laden zum Streit ein. Sie machen viel Spaß, aber eigentlich sind sie überflüssig. Aber das hat uns noch niemals davon abgehalten, eine zu erstellen. Und genau das wollen wir heute auch machen. Was ist nutzloser Plunder? Was war einflussreich wie Muttis Nachspeise? Das sind die großen Fragen, denen wir heute nachstellen wollen. Und dazu fangen wir an mit einem Titel namens Tony Hawk's Pro Skater 2. Mir persönlich hat der Riesenspaß gemacht und manche würden auch sagen, dass er zu den 10 besten Soundtracks aller Zeiten gehört, der Soundtrack. Da würde ich auf jeden Fall mal hoch einsteigen und auf A gehen. Call of Duty. Ja, nicht Modern Warfare, sondern das erste Call of Duty. Manche sagen, das sei wirklich grundlegende Hausmannskost gewesen damals. Ich sage B. Das Original Super Mario Bros. Hier brauchen wir eigentlich nicht lange zu diskutieren. S. Die Sims ist der nächste Titel auf unserer Liste und damals, als es rauskam, war man noch nicht mal sich einig darüber, ist das überhaupt ein Spiel oder ist es eher ein Spielzeug. Heutzutage besteht da eigentlich wenig Zweifel. Ich gebe trotzdem ein P. Kommen wir nun zu einem Titel, der wie ganz wenig andere Open World mitdefiniert hat. Grand Theft Auto 3. S. Kommen wir nun zu Tech-Noir, Cyber-Noir, Dystopie, System Shock par excellence. Ich bin gespannt, wie das in Bälde erscheinende Remake denn so wird. Und in der Zwischenzeit gehe ich auf A. Das erste Portal ist das nächste Spiel auf meiner Liste. Ich muss zugeben, sonderlich gepackt hat es mich nicht. Einflussreich war es aber schon und vor allem exzellent geschrieben. Und die Puzzle-Mechanik auch. Aber ich bleibe bei B. World of Warcraft hat eine ganze Generation von digitalen SpielforscherInnen dazu bewegt, in das Themengebiet überhaupt oder in Themengebiet in das einzusteigen. Dafür muss man eigentlich ein S geben. Es geht nicht anders. Fortnite. Eine Generation nach mir fährt voll darauf ab. Ich hingegen halte mich zurück und gebe ein C. Das erste Metal Gear Solid aus dem Jahr 1998, wenn ich mich nicht irre, hat mich ganz schön viel Geld gekostet in der Videothek, als ich einen Tag nach dem anderen es mir ausleihen musste. A. Das erste Pong taucht natürlich in unserem Skript der Game Studies auf an der EU, das wisst ihr. Wir beschäftigen uns sehr gern und ausführlich damit, auch wenn ihr es nicht mehr hören könnt. S. Tetris ist das nächste Spiel. Oh Gott, wieso gibt es kein S+, aber es muss zu S. Es ist so elegant und es ist so russisch in der Seele. Minecraft ist der nächste Titel, der mich kalt lässt. C. Elden Ring, ein einflussreiches, ein populäres, ein Bestseller-Videogame, der ohne mich stattfindet. Aber ich erkenne an, was Sache ist und gebe ein B. Das erste, Assassin's Creed. Ganze Legionen von GeschichtswissenschaftlerInnen haben vermutlich so den Einstieg zu den Game Studies gefunden. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Und dafür gibt's ein B. Super Mario 64 war in vielerlei Hinsicht ja Neuland. Es muss vor allem im Herstellungs- und Entwicklungsprozess wahnsinnig kompliziert gewesen sein, das so umzusetzen mit der Erfahrung von 2D kommend. Und darum kann man eigentlich nur ein A geben. Zelda The Ocarina of Time gehört meiner Erinnerung nach zu den erfolgreichsten Metacritic-Titeln aller Zeiten. Und wer wäre ich, wenn ich einem seelenlosen Quantifizierungskonzern widersprechen würde? S. The Last of Us. Momentan hört man an allen Enden und Ecken davon. Die Serie schlägt voll ein. Die Spiele haben mir auch Freude bereitet, aber nicht so hundertprozentig gepackt. Ich gebe ein B. Viele Adventures gingen komplett an mir vorbei, muss ich zugeben, als Konsolenkind. So auch Day of the Tentacle. Ich musste mir das im Nachhinein ein bisschen aneignen und da entfaltet es nicht mehr denselben Charme. C. The Elder Scrolls Skyrim hatte für mich immer den Charme von Raufasertapeten ablecken und sich einreden, das macht Spaß. D. Jahrelang hörte ich oder war zu lesen,
Bei diesem Spiel haben die Menschen zum ersten Mal eines Videospiels wegen geweint. Final Fantasy VII. Ich habe nur geweint, weil immer eine von den 4 CDs nicht ging im Laufwerk. B. Zugegeben, das erste Half-Life, von dem liest man immer wieder. Ich würde mich dafür interessieren, wer es wirklich in den letzten 10 Jahren mal gespielt hat. B. Und das war auch schon das Ende der Liste. Und die ganz Findefuchsigen unter euch haben den entscheidenden Fehler schon entdeckt. Wir freuen uns darauf, wer der Erste ist oder die Erste, der oder die es in den Kommentaren auch hineinschreibt. Sonstigen Hass jederzeit gerne. Mit viel Liebe. Bussi Baba.